In diesem Video zeige ich euch die allerersten Schritte mit eurem MGen 3 Autoguider. Auspacken, verkabeln die ersten Einstellungen und dann das sogenannte One-Push-Feature, mit dem ihr dann sofort loslegen könnt. Also, auf geht's! Wenn ihr den Karton öffnet, liegt ganz oben erstmal der eigentliche MGen, also das Steuerkästchen. Gleich daneben die Kamera des MGen sowie die mitgelieferten Adapter, mit denen ihr dann die Kamera an eurem Sucher, Leitrohr oder Off-Axis-Guider anbringen könnt. Welchen Adapter ihr letztendlich benutzt, hängt von eurem Setup ab. Mein Sucher hat zum Beispiel ein T2 Außengewinde und ich kann die Kamera mit dem entsprechenden Adapter dort direkt anbringen. Vielleicht benötigt ihr aber mehr Lichtweg, um in den Fokus zu kommen. Dann könnt ihr das Ganze mit der Verlängerungshülse kombinieren. Diese Hülse kann auch alleine als 1,25 Zoll Steckhülse benutzt werden. Es gibt also viele Möglichkeiten. Jetzt geht's ans Verkabeln. Verbindet zunächst die Kamera mit einem der mitgelieferten USB-Kabel. Keine Angst, hier könnt ihr nicht viel falsch machen. Das nächste Kabel ist dieses ST4 Autoguider-Kabel. Dafür gibt's nur eine Buchse am MGen und das andere Ende steckt ihr in den ST4-Port eurer Montierung. Die Stromversorgung erfolgt über ein USB-Kabel. Ich habe hier einen alten Netzadapter eines Smartphones benutzt. Selbstverständlich könnt ihr das Kabel aber auch einfach in euren Computer oder Laptop stecken. Auch dann wird der MGen mit Strom versorgt. Das andere Ende kommt dann einfach in die kleine USB-Buchse des MGen. Nicht im Lieferumfang des MGen enthalten ist ein Auslösekabel für eure Kamera. Das müsst ihr extra kaufen. Und dann, wie hier gezeigt, mit dem MGen und eurer DSLR oder DSLM verbinden. Es gibt zwei sogenannte Klinkenbuchsen am MGen. Die linke ist die richtige für die Kamera. Das Einschalten des MGen erfolgt jetzt entweder durch einen Druck auf die Escape-Taste oder auf die Set-Taste. Aber Achtung, wenn ihr die Escape-Taste länger als 3 Sekunden drückt, dann öffnet sich das Boot-Menü. Nach dem Einschalten erscheint zuerst der One-Push-Bildschirm. Man ist geneigt, vielleicht jetzt sofort mit dem Guiding anzufangen, wir müssen aber erst ein paar Einstellungen am MGen vornehmen. Um jetzt ins Hauptmenü zu gelangen, müsst ihr die Escape-Taste drücken. Grundsätzlich kommt ihr mit der Escape-Taste einen Schritt zurück im Menü oder zurück ins Hauptmenü. Mit den Rauf- und Runter-Tasten und den Rechts- und Links-Tasten könnt ihr jetzt in den Menüs navigieren. Im allerersten Schritt wollen wir Dunkelbilder erstellen, damit der MGen nicht versehentlich auf Hotpixel nachführt. Dazu navigiert ihr im zweiten Menü auf den Menüpunkt Dunkelbild und bestätigt mit der Set-Taste. Um fehlerfreie Darkframes zu erstellen, ist es wirklich wichtig, dass kein Licht auf den Chip gelangt. Es reicht nicht aus, zum Beispiel einfach die Hand vor die Kamera zu halten. Also wirklich Deckel aufs Guidescope drauf und feste andrücken. Um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, habe ich hier zusätzlich so einen schwarzen Objektivbeutel über meine Kamera und über das Guidescope gezogen. Licht aus und dann kann's losgehen. Wenn ihr jetzt im Menüpunkt Dunkelbild Dark erstellen bestätigt, bekommt ihr nochmal die Warnmeldung, dass die Kamera komplett abgedunkelt werden soll und dann könnt ihr einfach mit der Set-Taste und OK bestätigen. Im Folgenden wird jetzt eine Library aufgenommen, also eine Bibliothek von Darkframes, die dann anschließend vom MGen bei jeder Benutzung automatisch geladen werden. Ihr müsst diesen Schritt nur einmal machen, aber es empfiehlt sich alle paar Monate neue Darkframes zu erstellen. Nach kurzer Zeit ist dieser Prozess abgeschlossen und sollte versehentlich doch Licht auf den Sensor gelangt sein, dann würdet ihr jetzt eine Warnmeldung bekommen.
Die eben erstellten Dark Frames werden auf der SD-Karte des Engine gespeichert. Mit dem Häkchen bei Automatisch laden stellt ihr sicher, dass diese Dark Frames bei jeder Benutzung angewendet werden. Als nächstes müssen jetzt noch ein paar Parameter eingestellt werden, die zu einem erfolgreichen Guiden notwendig sind. Dazu navigiert ihr zum Menüpunkt Guider Setup. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel die Brennweite eures Guidescopes einstellen. Mit den Rauf-Runter-Tasten könnt ihr die Werte verändern und mit der Set-Taste bestätigen. Diese Art der Menüführung ist anfangs vielleicht ungewohnt, geht aber recht schnell in Fleisch und Blut über. Jetzt müsst ihr nur noch die Autoguider-Geschwindigkeit einstellen. Hierbei ist es lediglich wichtig, dass dieser Wert mit den Einstellungen in eurer Montierung übereinstimmt. Mit diesen gemachten Einstellungen kann der Engine jetzt genau die Abweichung des Autoguiders in Bogensekunden angeben. Ein nettes Feature des Engine ist, dass wir ihn am Tag vorfokussieren können. Dazu wechseln wir zunächst in das Menü Live-Bild. Die Kamera des Engine ist extrem empfindlich und um am Tag eine Aufnahme machen zu können, müssen wir alle Einstellungen hier auf ihre Minimalwerte setzen. Das heißt, wir setzen die Verstärkung auf 1, die Streckung auf 1, die Belichtungszeit auf einen sehr kleinen Wert im Bereich von 2 bis 4 Millisekunden. Trotz dieser geringen Einstellungen empfiehlt es sich, ein dunkles Objekt im Sucher einzustellen, zum Beispiel die Dachschindeln eines entfernten Hauses oder ein Wald in der Ferne. Genau das habe ich hier mal gemacht und anhand dieser Baumäste kann ich jetzt den Engine zumindest grob am Tage vorfokussieren. So grob vorfokussiert sollte es kein Problem sein, in der Nacht einige Sterne im Live-Modus sehen zu können. Um den Fokus perfekt einzustellen, wählt ihr den Menüpunkt Sternsuche. Wenn ihr hier auf Sterne suchen navigiert und mit der Set-Taste bestätigt, dann wählt der Engine automatisch eine größere Anzahl von Sternen aus und wählt automatisch auch die geeignete Verstärkung sowie die Belichtungszeit. Im Menü, das sich anschließend öffnet, seht ihr diese Sterne im Detail. Mit den Rauf- und Runter-Tasten könnt ihr euch die einzelnen Sterne anschauen und gegebenenfalls auch an- und abwählen. Zum Fokussieren wechseln wir allerdings auf das Summenbild. Ihr seht unter dem Sternbild jetzt den sogenannten FWHM-Wert. Es ist jetzt eure Aufgabe, so lange am Fokussierer zu drehen, bis dieser FWHM-Wert einen Minimalwert erreicht hat. Am Anfang benötigt ihr vielleicht etwas Übung, aber nach einer Zeit habt ihr sicher den Dreh raus und könnt so relativ schnell den besten Fokus ermitteln. Jetzt kann es aber endlich losgehen. Ihr könnt jetzt zurück zum One-Push-Bildschirm navigieren, könnt mit den Cursor-Tasten auf Start Auto-Guiding navigieren, mit Set bestätigen und jetzt startet der Engine mit der Kalibration. Nach einigen Sekunden ist der Kalibriervorgang abgeschlossen und der Engine 3 startet dann automatisch mit dem Guiding. Ihr könnt also jetzt eure Aufnahmen beginnen. Viel Spaß mit dem Engine 3 Autoguider und danke fürs Zuschauen. Bis bald!